Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar ist es mal wieder soweit, es gibt ein kleines Opening-Video. Wir wollen ein paar Necrolord-Berufungskisten öffnen. Und zwar insgesamt 20 Stück. Das haben wir ja schon das ein oder andere Mal gemacht. Und ich hoffe, dass ich mein letztes Ei heute rausbekomme und dementsprechend mit diesen Necro-Kisten endlich fertig bin. Denn ich habe nicht so viel Lust, noch mehr Berufungskisten zu farmen bzw. Berufungsquests zu erledigen. Ich war wieder fleißig. 20 Kisten haben wir auf den verschiedensten Twinks zusammengefarmt. Und mittlerweile sind wir bei, ich habe es vorhin zusammengezählt, auf beiden Accounts zusammen bei 316 Tries. Ihr seht, beim Main-Account 195 plus dann, glaube ich, 121 beim Zweit-Account. Und ja, ich würde sagen, wir starten durch. Und drückt mir die Daumen, dass ein Necrorochen-Ei droppt. Kiste Nummer 1. Achso, ja, da war nichts drin. Graulut. Kiste Nummer 2. Formbares Fleisch plus Graulut. Kiste Nummer 3. Graulut. Okay. Hauen wir den ganzen Graulut mal weg. Also das war schon mal eine ganz schöne Nullnummer. Und das formbare Fleisch können wir auch weghauen. Das brauchen wir auch nicht. Dann können wir mit dem eigentlich schon mal ausloggen. Und swappen hier auf den zweiten Account rüber. Dann haben wir hier auch nochmal zwei Kisten. Nummer 4, Graulut. Und Nummer 5, auch Graulut. Okay. Also, ein Viertel an Kisten haben wir schon mal aufgemacht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ich zumindest hier mal was rauskriege. Drückt mir die Daumen. So, dala. Nächster Char, nächste Kiste. 5 hatten wir aufgemacht. Dann haben wir hier Kiste Nummer 6. Graulut, Kiste Nummer 7. Graulut, wer hätte es gedacht? Dann können wir eigentlich hier schon mal... Ah, warte mal, wir verkaufen das lieber beim Händler, ne? Sonst habe ich den Mist dann mal ewig mal im Inventar liegen. Und wenn ich dann was ins Auktionshaus stelle, ist das immer nervig. So, das haben wir schon mal weg. Dann loggen wir hier weiter. Hier müssten wir auch nochmal 2 haben, oder? Nummer 8, Graulut. Und Nummer 9, auch wieder Graulut. Okay, jetzt... Nähern wir uns langsam der magischen Grenze von 10. Puh. Aber vielleicht ist ja wieder, wie vor 1-2 Episoden, ganz am Ende noch eins drin. Mal gucken. So, dala, nächster Char. Kiste Nummer 10 haben wir hier. Conduit-Teil und Nummer 11. Das kann ich mir noch nicht erzählen. Zweimal schon wieder das gleiche Conduit-Teil. Und das ist nicht mal ein Ding, was ich upgraden kann. Also dieses System im Hintergrund von Blizzard. Das klappt mal so richtig gut, ne? Nicht, dass sie jetzt hier relevant für mich wäre bei den Twinks, aber ich habe schon eine 171er und hier sind einfach zweimal nochmal dieses Ding drin. Alles klar. Gut, okay. 11 haben wir, dann Nummer 12 und Nummer 13. Okay, da hatten wir auch wieder Conduit-Geschichten drin. Das kann ich sogar, warte mal, das können wir ja hier gleich sogar einzahlen. 158, naja gut, so hoch ist das jetzt nicht. Ich habe mit dem aus Korti ja schon einige 200er Teile drin, ne? Deswegen, naja. Gut, besser als nix. So, weiter geht's. 13 hatten wir, dann haben wir einmal Nummer 14. Graulut Nummer 15. Okay, das war schon mal nix. Hauen wir das Graulut-Zeug gleich schon mal wieder weg. Weg damit. Können wir schon mal weiter loggen hier. Dann switchen wir auf den Char, der steht tatsächlich gleich daneben. Wo haben wir denn die Kisten? Hier haben wir eine und dort haben wir eine. Nummer 16 und Nummer 17. Uff, okay. Was haben wir da oben noch? Da haben wir sogar auch noch eine. Okay, dann Nummer 18. Ja gut, sollte nicht sein. 2 können wir noch aufmachen, ne? Loggen wir mal noch weiter. Gut, dann kommen wir zum Endspurt. Wir haben hier noch einen Char rausgetaucht, der noch 2 Kisten hat. Und ja, einmal eine blaue, eine epische. Mal gucken. Nummer 19. Graulut. Und Nummer 20. Oh boy, warum trollt er mich mit dem Dolch? Nee, es ist kein Dolch. Es ist einmal hier eine, eine Kriegsklewe. Ohne Scheiß, ich habe echt gerade gedacht, es ist das Ei drin, ne? Es ist einfach ein Bait gewesen und ich habe so eine Glewe gekriegt. Da hat der Char zumindest 2 vernünftige Waffen, ne? Zumindest das.
bringt mir zwar nichts. Ich hätte lieber den Char gelöscht und das Mount gehabt, aber naja, man macht mal nichts, ne? Ja gut, haben wir wieder 20 Kisten durch. Sollte leider nicht sein. Ich werde wieder fleißig mich an die nächsten Kisten ranwagen. Und ja, wenn ich wieder genug habe, melde ich mich wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.